Servus Leute, ich will euch heute ein weiteres Werk von Dima Zales vorstellen. Und zwar Oasis, die letzte Oase. Ich lese euch ganz kurz den Buchrücken hier vor. Mein Name ist Theo und ich bin ein Einwohner von Oasis, dem letzten bewohnbaren Flecken Erde. Er soll ein Paradies sein, ein Ort, an dem wir alle glücklich sind. Schlechtes Benehmen, Gewalt, Geisteskrankheiten und andere Gesundheitsprobleme sind nur noch eine entfernte Erinnerung. Auch der Tod ist keine Bedrohung mehr. Einst war ich auch glücklich, aber jetzt habe ich mich verändert. Jetzt habe ich eine Stimme in meinem Kopf, die mir Dinge erzählt, die kein imaginärer Freund wissen sollte. Sie sagt, ihr Name sei Phi und sie ist meine Wahnvorstellung. Oder etwa nicht? Ja, der Protagonist, Theodore, auch Theo genannt, lebt in Oasis. Und das muss man sich so vorstellen, außerhalb von Oasis, die Erde, ist unbewohnbar. Da ist... so etwas wie das, sie nennen es das Go. Das ist giftig, zerstörerisch und wenn dich das berührt, löst du dich einfach auf. Das ist so eine Art Nanopartikel. Das spielt ja in der Zukunft, Oasis. In einer Zeit, nachdem die Technik im Prinzip den Menschen besiegt hat. Denn so wie es Theo in seiner Geschichtsstunde gelernt hat, war die Technik irgendwann so weit entwickelt und so kleine Nanobots, so kleine Nanoroboter, sind dann eben so schwarmintelligent geworden, dass sie im Prinzip die Kontrolle übernommen haben über die komplette Erde. Und alles Leben in gewisser Weise extrahiert haben und sich daraus dann erschaffen haben und fortgepflanzt haben sozusagen. Und jetzt ist außerhalb von Oasis alles mit diesem Go, mit diesen Nanobots oder irgendwie dem Zeugs verseucht und nur noch hier unter dieser Kuppel kann man überleben. Diese ganze Gesellschaft ist im Prinzip in drei große Gruppen aufgeteilt, beziehungsweise vier. Die Kleinkinder sozusagen, die Babys, die kommen dann mit, glaube ich, 4 Jahren zu den Jugendlichen. Das geht von 4 bis 40 bist du Jugendlicher. Und erst wenn du 40 Jahre alt geworden bist, kommst du zu den Erwachsenen. Und die Erwachsenen, die leben in einem abgetrennten Bereich, also Frauen und Männer, nur eben die Lehrer der Jugendlichen, die dürfen die Barriere eben zu den Jugendlichen überschreiten unterrichten die auch gibt es so Wachleute, die eben die Ordnung aufrechterhalten in dem jugendlichen Bereich. Und wenn du eben 40 Jahre alt geworden bist, dann darfst du zu den Erwachsenen. Und wenn du 90 Jahre alt geworden bist, dann kommst du zu den sogenannten Betagten. Tod gibt es anscheinend nicht mehr. Man wird im Prinzip, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, nicht mehr wirklich älter. Man wird nur weise. Das ist eben durch Lebenserfahrung und das sagt eben die Reife gerade aus, eben Jugendliche, Erwachsene oder Betagte.
Ja, dieser Theo hat aber seit einiger Zeit eine Art Wahnvorstellung. Ja, so denkt er darüber. Er denkt, er hat irgendeine Wahnvorstellung und verliert langsam den Verstand. Denn Fee ist wie so eine innere Stimme, die zu ihm spricht und mit der er sich auch unterhält. Aber so ein eingebildeter, imaginärer Freund, der weiß nicht plötzlich Dinge, von denen Theo nichts wissen kann. So ungefähr, hey, gleich kommt der und der hier um die Ecke oder der und der sucht nach dir und es tritt dann kurze Zeit später tatsächlich ein. Und genau diese Fähigkeit hat eben diese Wahnvorstellung von Theo. Ja, und Fee erzählt ihm auch manche Dinge, die eigentlich keiner wissen sollte. Verbotene Dinge, verbotene Informationen, denn hier in Oasis ist nicht alles so, wie es im ersten Augenblick zu sein scheint. Auch wenn die Menschheit irgendwie die Technik besiegt wurde, hat doch ein bisschen weniger technikbasierende Technik hält Oasis am Laufen und sie können zum Beispiel mit Gesten Türen öffnen oder einen Bildschirm erzeugen, der vor ihnen irgendwie in der Luft schwebt und alles ist schon brutal Hightech. Auch können sie bestimmte Dinge erscheinen lassen, also sie können, weil überall irgendwie so eine Art Halbrealität um sie herumschwirrt, eben mit noch nicht außer Kontrolle geratenen Nanopartikelteilchen-Bots irgendwie, kann man mit einer Geste, irgendwie mit einer Handbewegung, kann man einen Tisch oder einen Stuhl oder ein Bett oder was weiß ich erscheinen lassen, weil alles irgendwie sofort zur Verfügung steht durch die Technik. Also das ist schon faszinierend. Aber wie gesagt, da passieren ganz komische Dinge. Plötzlich verschwinden Leute oder bestimmte Leute, Freunde von Theo und keiner kann sich mehr daran erinnern. Und dann geht die Hatz eigentlich erst los. Das große Rätsel, wer ist diese Fee? Denn sie scheint weiblich zu sein. Man findet es schon noch raus, wer diese Fee und wer diese imaginäre Freundin von Theo ist. Aber ich kann euch jetzt schon versprechen, ihr könnt euch das nicht in euren kühnsten Träumen vorstellen, wer Fee wirklich ist. Da war ich so, was? Nee, echt krass. Ich fand's cool. Also, wer Fee ist, übertreibe jetzt echt nicht. Das ist der absolute Wahnsinn. Krass, die Story ist echt krass. Du hast da stellenweise so viel Action drin, in bestimmte Intervalle sogar, dass ich zwei Haupt-Action-Intervalle hast du da drinnen, heimlich dicht gedrängte Action gibt. Ja, also extrem mitreißend, extrem spannend, extreme Achterbahn der Gefühle, so
wo du echt nicht mehr aufhören kannst zu lesen, wenn du da drin steckst, du musst weiter lesen. Das ist so heftig, sogar bei dem zweiten intensiven Intervall dieser Action, dass es fast man will fast überblättern die Story, weil sie einen so ein Stück weit erschlägt. Das ist jetzt nicht wirklich negativ gemeint, aber ich will jetzt, wie geht's denn weiter? Ich kann mir denn diesen Action-Teil jetzt fast nicht mehr geben. So dicht gedrängt ist es. Und ich habe es gefeiert ohne Ende, aber das ist vielleicht, ich sag mal, es ist vielleicht nicht für jeden dann, es ist für manche vielleicht sogar ein bisschen zu heavy, könnte ich mir vorstellen. Die Story ist wieder so unglaublich fantasievoll. Dima Zales hat hier wieder eine ganz neue Welt erschaffen und eine ganz neue Fantasie. Wenn du Vampire, ich mag Vampir-Stories, aber die 25. Vampir-Story, wenn du gelesen hast, so à la Twilight, ja, es ist halt irgendwie, ne? Boah. Aber das ist hier wieder was ganz anderes, was Neues, was total Erfrischendes und einfach nur super gut geschrieben. Also ich auch die Übersetzung finde ich wirklich gelungen. Kann man echt nichts sagen. Wie gesagt, es gibt drei Teile davon. Das hier ist der erste, das Buch 1. Und ich war absolut, absolut begeistert. Wenn mich nicht dieser zweite Action-Teil ein bisschen fast, ich gebe es zu, fast ein bisschen überfordert hat, wenn ich das sage, ne? Alles so dicht gedrängt, bam, 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 Action on Action ist, ich hätte mir vielleicht einen Ticken weniger gewünscht. Also wenn dieser Teil vielleicht um ein Drittel gekürzt worden wäre, wäre jetzt auch nicht schlimm. Deswegen gebe ich hier jetzt mal nur 15 Punkte. Ansonsten wären das eine glatte, volle Punktzahl mit 15 Punkten. Aber ich gebe wirklich jetzt nur 14. Kritik auf ganz hoher Ebene. Also das ist ein Nörgeln auf höchstem Niveau. Aber ja, es ist, wenn du das ein bisschen, 15 Punkte, die kann ich dann doch nicht geben, weil es einfach, die gebe ich nur, wenn ich einfach so vollkommen zufrieden bin und sage, ja geil, das ist clean sweep und passt. Und das ist so das, was mir halt eben aufgefallen ist, die zweite Mal Action, hätte ein bisschen gedämpfter sein können. Oder einfach ein bisschen kürzer. So, das ist eigentlich das aber alles. Ansonsten eine absolute Leseempfehlung von mir. Das Buch gibt's als deutsche Version leider eben wieder nur als Print on Demand bei, ich weiß nicht, ob es das außer,
außerhalb von Amazon irgendwo noch gibt. Aber leider im Buchladen um die Ecke könnt ihr das nicht bekommen. Ich habe heute extra nochmal nachgefragt, als ich vorhin bei meinen Mädels in meinem geliebten Buchladen war. Aber es ist echt so, bei Amazon könnt ihr es euch als E-Book oder als Taschenbuch holen. Ja, macht es. Wirklich, absolute Tipp von mir. Ich glaube nicht, dass ihr es bereuen werdet. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.